Bester Tag da oben von Gefährten oder wie? Ich weiß nicht, ob ich aufgeregt bin. Ich bin auf alle Fälle neugierig. Und ein bisschen Murmeln im Bauch ist schon vorhanden, aber das ist gut, das kenne ich. Wenn das weg ist, ist kein gutes Zeichen. Wir haben uns natürlich jetzt in den letzten Tagen schon kennengelernt. Das ganze Ensemble ist ein großes Ensemble. Und die Regisseurin, auf die bin ich immer mehr gespannt, weil wir haben uns jetzt so geschnuppert und die Polly Findlay, die hat meines Erachtens nach sehr viele Geheimnisse, mit der sie arbeitet. Und ich glaube, da wird was ganz Gutes bei rauskommen, weil sie lässt uns. Weil wir sind jetzt am Finden und am Suchen und das Pferd ist neu und Joey und alles ist eigentlich neu. Wie ich schon sagte, eine Pionierarbeit für uns. Und man kann jetzt schon eigentlich fühlen, dass durch die Arbeit von Polly Findlay, dass wir an unsere Seelen kommen, also an die Seelen von den Charakteren, die wir spielen sollen. Und da habe ich ein sehr gutes Gefühl und ich freue mich, und mein Sohn sicherlich auch, wird er gleich sagen, dass wir jetzt endlich anfangen, weil der 20. Oktober liegt schon so nah. Wir haben nicht viel Zeit, wir werden viel trainieren, wir werden viel Probe haben und Berlin kommt da später. Ja, ich bin auch, klar, auch aufgeregt wie Heinz oder gespannt, weil jetzt sieht man schon so die ersten Gesichter, man sieht die Schauspieler, die Rollen übernehmen, die man in diesem Skript gelesen hat. Plötzlich kriegt alles so ein Gesicht, es wird greifbar. Und ja, bei Polly Findlay, ich habe sie ja schon kennengelernt im Vorsprechen. Und da habe ich auch ein sehr gutes Gefühl, weil ich glaube, sie hat die richtige Balance zwischen einer klaren Vorstellung und einer großen Freiheit, die sie uns lässt. Exakt. Ist ein Heinz für mich aufgeregt und nervös bei Proben zu so einem großen Theaterstück? Also ich finde es immer sehr spannend, wenn gerade die ganze Mannschaft zusammenkommt. Und da werden die Emotionen und der Bauch wird überfüllt von neuen Gefühlen und von neuen Kicks. Und man ist gespannt, wer macht das. Und auf einmal sieht man, und in dem Fall hat wohl auch jeder schon, jeder bringt schon was von zu Hause aus mit. Ist keiner brand new und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das ist in dem Fall nicht so. Und auf einmal wird ausgepackt, nicht? Und auf einmal, das ist wunderbar. Und auf einmal Joey fängt auf einmal an, lebendig zu werden. Und das ist alles, ja, ich hab's geahnt. Es wird gut, sehr gut. Ne? Ja, ich glaube auch. Könnt ihr einmal zum Schluss unsere Fans direkt aufrufen, Tickets zu kaufen und nach Berlin zu kommen, ab dem 20. Oktober? Das machen wir auf unserer Internetseite. Also von meinen Fans, also ganz abgesehen, die sind ja sowieso alle da. Ich rechne mit euch ab 20. Oktober in Berlin. Ich kann auch euch Tipps geben, wie ihr nach Berlin kommt. Okay, aber ich glaube, ihr wisst das schon. Und ja, ich wünsche euch jetzt schon sehr viel Vergnügen. Wir haben eine harte Arbeit und wir machen es für euch. Und ich glaube, ihr werdet belohnt werden. Ja, ich glaube auch, es ist eine richtig gute Geschichte. Es ist die Art, wie diese Geschichte erzählt wird, ist eine besondere und eine neue und man muss es sich einfach anschauen. Wir schleimen euch jetzt so voll, ja. Aber nichtsdestotrotz, kommt gucken. Ich glaube, wir machen eine ganz gute Arbeit. Du, hör mal, das ist... Und einmal hierher bitte zu den... Alle hierher gucken. Und einmal hierher bitte. Braucht noch jemand irgendwas? Besser nochmal oder? Noch einmal bitte. Noch einmal bitte den Herrn Grün. Herrn Grün. Hey. Und einmal alles für den Herrn im Grün noch einmal. Dann kommt die Rolle.
war's. Dankeschön. Thank you, Chloe. Ich bin mal wieder am Hauptdarsteller, bitte.